Avantgardistische Plakate, das Leben eines Fotografen, Comics aus den Kindheitstagen. Im Dieselkraftwerk gibt es derzeit viele unterschiedliche Facetten der Kunst zu sehen, die so unterschiedlich eigentlich gar nicht sind. Alle drei haben nämlich etwas gemeinsam. Sie machen sich Massenmedien zunutze, um ihre Bilder zu präsentieren. Am deutlichsten ist das sicherlich in der Ausstellung Atze und Mosaik. Beide Comics gehörten zum Alltag der DDR. Allein die Mosaikheftchen hatten eine Auflage von bis zu 1 Million Exemplare. Es handelt sich daher nicht wirklich um eine Kunstausstellung. Vielmehr ist es eine kulturhistorische Ausstellung. Hier werden Zeitgeschichte und Gesellschaftsbilder der DDR dokumentiert. Wie hat der Blick auf Geschichte funktioniert? Welche Perspektiven wurden über bestimmte Bilder für die Zukunft quasi projiziert? Wie hat man versucht, so Welt zu reflektieren? Reflexion gehört auch zu den Stärken von Henning Wagenbreth. Der Grafiker greift in seinen Plakaten und Comics gesellschaftliche Themen auf. Alles in seinem eigenen unverwechselbaren Stil. Die Ausstellung Helikopter unter den Fingernägeln zeigt einen Auszug aus seinem Leben. Etwa Plakate und Auftragsarbeiten, aber auch Teile seines eigenen Comics Plastic Dog. Die Plakate sind sehr direkt, sie sind aber auch hintergründig, also sehr drastisch oft auch und von einem Humor, bei dem einem doch manchmal auch das Lachen im Halse stecken bleibt. Neben Comics und Plakaten sind vor allem Fotografien eine Möglichkeit, seine Kunst der Öffentlichkeit zu präsentieren. Schon seit mehreren Jahrzehnten ist deshalb Ludwig Rauch mit seiner Kamera unterwegs. Ihm widmet das DKW nun eine Einzelausstellung. Sie zeigt etwa sein schwieriges Verhältnis zur DDR, stellt seine Freunde vor und dokumentiert auch den Tod seiner Großmutter. Wir sehen, wie vielfältig sozusagen er auch das Leben in seinen Bildern abbildet, gerade auch an dieser Wand, die wir die große Bildweltenwand nennen. Und die ist sicherlich in diesem Gesamtkomplex dieser Ausstellung auch eines der Highlights. Drei Ausstellungen, die für sich alleine stehen, die aber doch etwas verbindet. Alle drei sind ab sofort im Kunstmuseum Dieselkraftwerk zu sehen.